Alter. Ja, wisst ihr, ich habe heute echt nicht so den Elan, ne? Iwer? Ja. Ist das so was Ähnliches wie WLAN? Nee, es ist auf jeden Fall ohne Sprit. Die 82. Ja. Folge heute, oder was? Episode 82. Ja, ach so, Episode. Also langsam. Ja, aber ohne Scheiß, so nach zwei. Ich komme aus dem Geld nicht mehr raus. Ey. So nach 82 Episoden, da kann man auch mal irgendwie müde und träge werden, vor allem bei so einem Wetter. Es ist auch warm. Ja, ja. Aber und mir ist echt mir ist langweilig. Nee, das ist auch irgendwie so schwül jetzt. Boah, komisch, keine Ahnung. Und dann, langweilig, dann ist die Sonne weg und dann ist so. Ja, es drückend. Horst, sind wir schon auf Sendung? Blaue Wolken. Ja klar, ich weiß gar nicht, warum ihr nicht einfach mal anfangt und hört auf zu heulen, ihr Idioten. Ja komm, dann drück ich. Ihr wisst irgendwas, was wir machen sollen. Ja, haben wir Kräuterzäpfchen? Kräuterzäpfchen. Du kannst dir den Bodekamp rektal einführen. Ja. Vielleicht geht's dann besser gleich. Ja, ich drück einfach auf den verdammten Scheißknopf. Herzlich willkommen zum Rockhütten-Podcast! Oh, Alter, war nicht fertig, ey. So, herzlich willkommen zur 82. Episode. Heute am Freitag, den, was haben wir denn eigentlich? 20. 20.05. Jetzt hör mal auf, ja, ey, werd mal wach. Es gibt auch Leute, die hören den früh morgens den Podcast, die pennen direkt wieder ein, ey. Alter! Aber echt, ist echt hart. Ich muss mir mal die Augen reiben. Ich könnte im Moment wirklich 24/7 schlafen. Aber gut, komm. Die Leute wollen unterhalten werden. Ich denke mir morgens, wenn ich ins Büro komme, schon so, reicht. Muss genug sein. So, komm, Prinz Valium, was ist los? Achso, ja, meinst du echt? Oh, ziehen wir das halt durch jetzt, ja. Was geht da? Ja, was passiert diese Woche? Einiges jetzt. Also, schlafen, aber jetzt mal ohne Flagge. Wisst ihr übrigens, dass durch Sympathiegen ansteckend wirkt? Wenn dir wirklich jemand völlig unsympathisch ist und du guckst ihn an und der gähnt und du gähnst nicht mit, dann ist er wirklich unsympathisch. Aber jetzt gerade, ohne Scheiß, ich komme aus dem Gähnen. Also das ist ein gutes Zeichen, dass wir alle gähnen. Ja, ja. Ne? Wir mögen uns. Aber irgendwas Aufregendes, wo ich irgendwie. Ja, morgen. Da muss ich jetzt ein bisschen. Was ist morgen? Da muss ich ein bisschen Enthusiasmus jetzt reinbringen. Weil. Morgen. Hör auf jetzt, ey. Morgen sollte ich. Hast du eigentlich schon so gesagt? Nee, so. So, also erstmal jetzt, Moment, stopp. Erstmal muss ich mich jetzt für letzte Woche entschuldigen, dass ich nicht da war, liebe Hörer. Ich entschuldige mich an dieser Stelle für einen anderthalb Stunden Podcast, der super war. Echt, also wieder mal, ich war ja wieder mal nicht dabei. Heute war es ja auch knapp, ne? Dass ich kommen konnte, weil ich ja gestern noch operiert worden bin. Ja, hör auf jetzt. Was ist denn los, ey? Ja, also gestern, gestern OP. Nee, so schlimm war es nicht. Also war weiter oben, ne? Ja, war weiter oben am Rücken. Ich habe ein Lipom entfernt bekommen. Und den Po entfernt. Weiß, was ein Lipom ist, als ich es gesehen habe, hätte ich es auch am liebsten Flutschi getauft. Es war eine. Der Lemmy hatte doch sowas im Gesicht. Nee, das war eine Warze. Warze. Ist das sowas wie bei Dr. Pimpelpopper, wenn die da sowas rausholen? Nee, das ist also ein gutartiger Tumor. Das ist ein Fettgewebe, Fettgeschwulst oder irgendwie sowas, wie man das auch nennen mag. Das Basket Case. Gestern sah es aus. Zwillingsbruder. Wie nennt man das? Also ich würde sagen, wie eine Kidneybohne, die in Tschernobyl gewachsen ist. Aber süß. Also so ein weißes Ding, relativ groß, 4 Zentimeter im Durchmesser. Wie groß? So groß. Zeig mir mal, wie groß. So. Ja, okay. In etwa. Hm? Mit Tomatensauce. So sah es halt auf dem OP-Tisch aus. Ne? Hat's geschmeckt. Tablett. Hatten die auch diese Edelstahlschale, die aussieht wie die so eine Bohne? Diese Petrischale. Haben die das dann mit dem Besteck reingeworfen? Nee, die so die Patrone direkt, da reinlegen, wenn die aus dem Körper rausholen? Die haben das direkt in so ein Gefäß mit so einer Flüssigkeit gepackt für die Pathologie, damit es eingeschickt wird, um nochmal zu überprüfen, ob alles gut ist. Aber war schon Entwarnung von der Ärztin, die sagte, das sieht gut aus. Wird sowas eigentlich schlimm mit der normalen Post verschickt?
Stell mir vor, das ist nicht richtig eingepackt. So, der Briefträger nimmt, schnappt sich eine Packung, ne? Weißt du, Umschläge, ne? Und dann so. Pff, denkt ihr, oh geil, das ist eine Williamsbrandbirne oder was? Ja, so eine Bohne. Lecker Lipomwasser heute. Ja, was, was ein bisschen fies wäre, heutzutage, weiß ich, haben wir da schon mal drüber gesprochen, wie Pakete heute abgestellt werden, kotzt mich ja tierisch an. Im Mülleimer. Einfach nur, ja gut, wenn ihr das als Ablageort... Bei ihrem Nachbar blaue Tonne abgegeben. Genau, wenn ihr das als präferierten Ablageort nimmst, ist es ja okay. Ist nur ich bin gerade echt scheiße, ich habe gerade echt einen Tiefpunkt, Leute. Mit diesem kacke Gähne bin ich gerade echt, habe ich einen richtigen... Ich trinke... Komm, nee. Also, wir, komm, nee, wir müssen das jetzt retten. Wir müssen das jetzt retten. Ja, nee. Ich erzähle erzähl ja gerade jetzt noch eben zu Ende. Kräuterzäpfchen eben nehmen. Dann ja, dann ein bisschen so, komm, lass eben hier so ein Ding aufmachen. Horst, ja, so. Nimmst du auch ein, du siehst auch müde aus. Ja, komm, gib her damit. Was ist denn mit dem los? Guck mal. Das, ich komm da nicht. Ich kann das doch nicht ertragen, ihr Jammerlappen. Ja, Horst, fang! Oh. Weißt du, selbst der Ventilator hier in der Rockhütte, der... Der, selbst der ist träge. Ja. Ja, schon irgendwie. Aber da kannst du noch eine Stufe drauf. Sag mal, ist der Bluetooth gesteuert? Bluefood. Nee, der läuft. So ein Ventilator von so, Samsung. Komm, meine sehr verehrten Damen und Herren. Achso, nee. Ich hätte jetzt gerne meinen drahtlosen Duschkopf hier. Damen und Herren, auch die heutige schläfrige Episode wird Ihnen präsentiert von der Firma Dummritter. 45 Kräuter, die uns hoffentlich zum Leben erwecken. Sehr zum Wohl. Auf die Lethargie. Mhm. Ja. Alter! So, was ich eigentlich noch erzählen wollte, war Folgendes. Hibbidi. Ja, schon. Nee, Folgendes wollte ich erzählen noch. Da kommt was. Bei der Macht von Grayskull. So. Also wie die DHL oder Amazon-Pakete einfach vor die Tür stellen, ohne präferierten Ablagerort, die klingeln noch nicht mal mehr, die stellen einfach ab. Gib oder werfen Valium. Direkt dieses Gib Ding. Gib wieder eine Weile, um zum Motor kommen. Nee, werfen dann dieses Ding und dann steht das irgendwo rum, irgendwer klaut das Paket, macht das Ding auf und dann liegt da so eine verblutete Kidneybohne rum. Ich stelle mir das ganz, ganz schwer vor, wenn du den Ablagerort Mülltonne wählst, wer ja eigentlich schlecht ist. Ja. Und dann am gleichzeitigen Tag wird die Mülltonne abgeholt. Das ist natürlich dann erstmal auch dumm. Ja. Irgendwie habe ich gerade die Szene aus Fight Club im Kopf, wo die bei der Schönheitsklinik hinten im Container versuchen, das abgesaugte Fett zu sammeln, um die Seife zu machen, weißt du? Seife? Ja, die machen Seife. Du hast, sag doch nicht, du hast noch nicht Fight Club gesehen. Ja, die ist aber schon 20 Jahre her. Oh, ich kenne das aus Das Parfum. Die machen keine Seife, doch die machen, am Ende, oder? Hier, oh, Spoiler-Alarm, Entschuldigung. Jean-Baptiste Grenouille hieß der. Den Film habe ich übrigens auch gesehen. Der war auf jeden Fall doppelt so lange wie Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Ja, aber kürzer als die 10 Gebote. Der, hast du den auch gesehen? Ja, den haben wir damals in der Schule geguckt, im Religionsunterricht, sind aber auch 24 Religionsstunden weit draufgegangen. In Religion danach? Hat man eigentlich immer nur Filme geguckt. Die oder Film, Mandalas gemalt. Die haben den Film zu Ende geguckt und sind alle heilig gesprochen worden danach. Ja, ich bin jetzt der Sankt Torben, darfst du mich Sankt Torben. Also nach der Passion Christi war verdächtigt oft Amok-Alarm an der Schule damals. Ja. So Kinder, ich mache mir jetzt ein Flüppchen an also, und dann reden wir mal über noch ganz kurz, um abzukürzen, also ne, Entschuldigung nochmal, dass ich nicht da war, jetzt bin ich wieder froh hier zu sein, trotz OP, alles super und morgen geht's los. Was geht morgen wenn los? Wenn deine Zigarette an ist, darfst du gerne unsere Hörer darüber informieren, was morgen passiert. Wenn der Waldschrat mir das Feuerzeug gibt, kann ich anfangen. Morgen, Trommelwirbel. Also, Leute, falls ihr das noch nicht wisst und für die, die es wissen, morgen Abend spielen wir in Jüchen im Honey's Red Hot am Polo Shop. Red Hot Lounge. In der Red Hot ehemals Red Hot Polo, Lounge. Polodrom. Der Polodrom war draußen. Polodrom war draußen. Ehemals, da die Ecke, Mann. Ja, auf jeden Fall spielen wir da morgen ein da richtig geiles La Ultima-Konzert, was schon leider eigentlich vor 2 Jahren hätte stattfinden sollen. Ja. Und genau zu dem Zeitpunkt, da hat das mit dem Alabama, Oklahoma, Pennsylvania angefangen. Genau, das ist auch noch immer eines unserer Nachholkonzerte. Und, meine Damen und Herren, ihr dürft noch zu uns kommen zum Schwitzen. Es gibt noch Abendkasse für euch, meine Süßen. Morgen, was ist los mit dir? Ein Feuer. Da ist schon wieder ein Feuer ausgegangen. Ja, wegen dem Ventilator. So warm genug hier drin. Ausgepustet. Wir hatten, wenn ich mich recht entsinne, hatten wir mal eine ganz fiese Verletzung in Hannis Red Hot Lounge vor der Bühne. Ich glaube, Oberschenkel. Halsbruch? Bruch oder weiß ich nicht was.
Für die Leute, die morgen in den Pogo, Moshpit, was ihr auch immer selber draus macht. Wall of Death. Wall of Death, was ihr draus macht. Das Polo hat noch lange geöffnet. Ihr könnt euch Protektoren, Helme, alles noch vorher kaufen und dann in den Pogo stehen die bei 26 Grad in dem Glastempel mit dem Lederkombi da, oder? Ja, ist ja okay. Der Hauptsache, geil. Denen passiert nichts. Als würden so 200 GSG-9-Typen auf sich eindrechen dann. Das sehen alle aus wie Batman im Publikum. Genau. Geil ist auch, wenn dann alle so sprechen. Hi, ich bin Batman. Aber nach dem Polo, also ihr kommt natürlich alle ins Red Hot, ne, ja, morgen am 21. Also viele haben schon Karten, es sind wirklich viele verkauft im Vorverkauf, aber es gibt auch noch Abendkasse. Also es wird geil. Es ist genug Platz. Es wird, glaube ich, auch warm und das wird geil. Und ihr könnt vorher schon dahin kommen. Also Einlass offiziell ist ab 19 Uhr. Ihr könnt aber gerne schon vorher mittags dahin kommen. Da hier wird nämlich lecker essen und draußen auf der Sonnenterrasse könnt ihr da schön sitzen. Ja, ja. Also die Location ist immer schön. Es ist immer warm, aber es ist immer schön. Das Essen ist gut. Ihr könnt auch mit dem Bassisten etwas klönen draußen und mit dem Gitarristen. Nee. Ja, falls ihr zum Beispiel mit selber Bass spielt, könnt ihr da euch stundenlang mit dem Torben drüber unterhalten. Er ist da sehr wissbegierig und gibt auch Tipps. Also nee, ich nehme gerne Tipps entgegen. Ich bin da sehr wissbegierig und nehme gerne Tipps entgegen, wie es geht. Wie es geht. Ja, nee, ich bin vorher, also ich muss dann mal ein bisschen, ich hab ja um 14.30 Uhr erstmal Pokalschießen und Biwak, ne? Das heißt, der kommt wieder strunzenvoll zum Soundcheck. Nee. Nee, ich halte mich zurück. Ich trinke zwischendurch auch mal ein Wasser. Ein Zwiebel, genau. Ja, also Hannis Red Hot Lounge, Geheimtipp für Samstag, bringt eure ganze Familie mit. Alle, die Bock auf Onkels haben, wir haben tierisch Bock, wir freuen uns. Oh ja, es wird geil. Wir werden vielleicht auch einen geileren Auftritt abliefern als die Deutschen im ESC. Wow. Ja, ist das nicht der Sohn gewesen von diesem Ricky, der früher mal so eine Talksendung hatte auf Sat.1? Rickys Popsofa. Ah, nee, das war hier bei. Das war Anke Engelke in. Popsofa. Genau. Ricky, stimmt, das war. Da gab es mal eine, ja. Ja, weil das war doch. Ich glaube, das ist der Vater von ihm. Okay. Ja, aber hat gar kein Gesicht mehr zu. Ich glaube, das hatte der so freakige Haare. Ja, der hatte so Raster. Ja. Also ich wäre ja erstmal dafür, dem NDR das komplett alles wegzunehmen. Plus keinerlei Gelder mehr da reinzupumpen. Wer soll denn machen? Also braucht man das überhaupt? Das ist meine Frage, die ich mir jetzt nochmal gestellt habe. Wie kommt man da überhaupt hin? Also, gibt es da irgendwelche Vorentscheidungen? Ja, früher gab es ja RSD, KPA, PPTV, RSDPG, Stefan Raab, H-Punkt. Ja, aber wird das irgendwo ausgeschrieben? Weil ich habe da noch nie irgendwo gelesen, dass das ausgeschrieben wird. Da kann man irgendwo bei Vorentscheid oder so mitmachen. Ich glaube, die Künstler und Bands werden direkt angeschrieben und deswegen haben wir noch niemand davon gehört. Nee, es ist auch, also, ja, aber auch diese Bands, die von denen haben wir auch noch nie gehört. Ich finde, das ist ja inzwischen auch so das hat mich echt aufgeregt, so eine scheinbar politische Sendung. Ach, also Deutschland kommt in den letzten Jahren immer auf die letzten Plätze, weil über Deutschland lacht halt jeder. Die geben aus Prinzip null Punkte. Naja, aber egal, ob der gut ist. Ich sag mal so, die Songs waren nicht wirklich gut in den letzten Jahren. Ja, aber da war einiges, jetzt mal abgesehen, dass nicht meine Musik ist, aber da war einiges schlechter als das, was jetzt in Deutschland den letzten Platz. Man kann erkennen, dass so in den letzten 10 Jahren sich die ich sag mal, Ostblock-Staaten sich dann schon die Punkte hin und her schieben. Ja, Moment, in den letzten 10 Jahren, wir hatten, das ist länger her, ne? Wir hatten Gildo Horn mit Gildo hat euch lieb, das ist länger her. Wir hatten Stefan Raab himself mit Wada Hade Dude da, der hat gar nicht schlecht abgeschnitten. Lena Meyer-Landrut hat er hin. Lena Meyer-Landrut hat den ersten Platz gemacht. Ja. Max Mutzke war hier. Top 5, ja, glaube ich. Der war auch gut. Nicole. Aber, ja, gut, das ist tatsächlich, wann war es? Mitte der 70er irgendwo, oder? 74, ja. 75, wann war denn ein bisschen Frieden, ne? Wen hast du denn jetzt? Was hast wie du denn eine gesungen? Blume. Ist das nicht auch, das ist Michelle gewesen, Michelle. Warum verwechsel die waren nie beim immer? ESC. Michelle ist die die von ne? Matthias. Ah, gut. Ja. Die war doch mal mit Matthias Reim zusammen, oder nicht? Wer war nicht Michelle? Mit Matthias Reim zusammen? Hat er zu ihr gesagt? Du warst mit Matthias Reim zusammen. Ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Aber jetzt mal im Ernst. Ich möchte übrigens beglückwünschen, der diesjährige Weltmeister bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist ebenfalls die Ukraine. Warum das denn? Möchte ich jetzt schon mal. Nein, ich fand, hatte das nicht für euch trotzdem einen Fadenbeigeschmack? Irgendwie? Also, ich glaube,
ist ja vollkommen okay, was die gemacht haben, wie die angetreten sind, alles in Ordnung, alles koscher, aber ich glaube, du hättest auch sagen können, die Ukraine tritt an und die hätten sich da hingestellt und, weiß ich nicht, ein Rülps-Konzert gegeben, dann hätten die auch gewonnen und das, finde ich, ist ein falsches Signal. Ja, einfach. Weiß ich nicht, sind es, waren es Solidaritätspunkte? Ja, ich würde mal schon ausgehen davon, dass es so, also warum denn nicht? Ja. Ich meine, da hat man mal ein Statement gesetzt. Bei Deutschland haben sie die Außenpolitikkarte gespielt, sagen die, die machen sich eh lächerlich, zack, letzter Platz. Ja, aber die Deutschen aber haben aber auch in den letzten Jahren nicht gut abgeliefert. Nein. Du hast ja selbst von. Also seit wann schreibt Ralf Siegel eigentlich nicht mehr die ESC-Songs? Keine Ahnung. Also, ich habe das in den letzten Jahren, wie gesagt, immer mal so mit beobachtet. Ich habe meistens reingeschaltet, wenn es dann zum Voting nachher ging. Du kriegst ja selbst von Österreich und Holland keine Punkte. Auch wenn das deine direkten Nachbarn sind. Aber die Ostblock-Staaten, ne? Ukraine und wie die dann da unten alle heißen. Ukraine! UdSSR. Die schieben sich tatsächlich alle so die Punkte, aber schon jahrelang. Uralgebirge, was da halt so alles auftritt. Ne? Ja. Ja, also ich muss sagen. Ja, ob das jetzt wirklich der beste Act war oder eben halt so ein Akt, der. Ja, pass auf, ne? Aber jetzt nimmst du mal den Krieg weg und die hätten trotzdem vielleicht einen guten Job gemacht und wären trotzdem Erste gewesen. Ja. Da kann man jetzt drüber sprechen, selbst wenn sie Solidaritätspunkte gegeben haben. Ich finde es in Ordnung. Dann ist aber der, also ganz kurz, es wurde jetzt gerade total zerrissen in den Medien, auch gerade Social Network und so weiter. Aber ich muss halt auch dazu sagen, das ganze Ding ist ja nicht erst jetzt eine Witzveranstaltung, seitdem Ukraine jetzt Erster geworden ist. Für mich ist das halt lange. Wo es keine Witzveranstaltung war, wo Lordi gewonnen hat für Finnland. Ja. War auch mal was anderes. Ja. Ich meine, Hardrock Halleluja. War der Hade Dude da, war auch was anderes. Ja, war Platz 8. Ja, ne? Aber. Ja, aber es war Blödsinn. War und Blödsinn. Es ist angekommen. Wir haben Punkte gekriegt, ne? Also. Ja, ich finde, man sollte diesen Contest auch nicht zu ernst nehmen. Ich meine, also grundsätzlich kenne ich nie irgendeine Band von irgendeinem Land, die da mitmacht. Die Problematik ist, finde ich, und meistens ist das Chanson, Punkte, Schlager. Es werden halt so hieß es ja früher mal, ne? Ja. Das, es werden bewusst Punkte nach Sympathie oder Antipathie verteilt. Und das macht's, das führt das Ganze wieder ad absurdum. Dann ist das kein richtiger Wettbewerb. Ja, aber natürlich ist das, wenn alle Länder mitmachen und alle Länder dürfen wählen, das sagt ja schon das Wort, dann ist es immer irgendwo eine politische Veranstaltung, schon immer gewesen. Apropos Politik. Ja. Popo. Ja, das ist für mich Politik. Was ist da passiert am Wochenende, am Sonntag? Bei der komischen Wahl. Es war eine Landtagswahl immerhin. Ne? Ich meine, wir hatten eine Wahlbeteiligung in Mönchengladbach, die war nicht gut. Also jeder Zweite ist zu Hause geblieben. Wer von euch beiden ist zu Hause geblieben? Ich habe den Pool aufgebaut. Ich bin zu Hause geblieben, weil ich Brief war. Also ganz ehrlich, von der Sache her ist das ja momentan so. Egal, was du da wählst, ist das momentan eh alles. Nein, es ist immer dasselbe. Wenn die SPD gerade regiert, kriegen die eine Klatsche und dann regiert wieder die CDU. 4 Jahre später die CDU eine Klatsche. Da sind wir uns ja einig. Die CDU hat gerade nur deswegen gewonnen, weil unser Bundeskanzler Scholz und seine Recken momentan in einem äußerst schlechten Licht stehen. Viel auch Schlechtes gemacht haben. Wer weiß, vielleicht auch vieles Gutes, aber das sieht man halt momentan nicht. Es ist eine politische Alternativlosigkeit da. Und jetzt kommen wir nicht mit Alternative mit AfD. Da kannst du direkt auch in eine Tonne kloppen, natürlich. Das wissen wir. So. Ja, aber die haben haben weniger Stimmen bekommen, aber trotzdem noch genug. Und SPD fand ich schon krass. Und die CDU hat. Das war vielleicht der falsche Weg, einen Kandidaten zu nehmen, der genauso aussieht wie der CDU-Kandidat. Das ist vielleicht auch der Fall. Ja, man vertut sich dann, ne? Also, ich hätte ja eigentlich gesagt, so die Grünen machen 90%, weil ich kann mir noch immer was leisten. Also, ja, aber die haben echt richtig Punkte gemacht. Ja, aber jetzt, da war eine Talksendung, ich glaube auf RTL war es, da wurden beide Kandidaten befragt dann halt und dann haben die so ein gegenseitiges da Podiumsdiskussion. So eine Podiumsdiskussion gehabt und nachher wurden die gefragt zu Äußerungen, zu Programmpunkten ihrer Parteien wurden sie gefragt, zu Äußerungen, die getätigt werden, hier so weit von wegen, wir haben den billigsten Strom oder sowas. Und dann sollten die zwei Kandidaten halt sagen, ob das aus ihrem oder dem anderen Programm ist. Die wussten es nicht. Da haben die 10 Fragen gestellt bekommen und jedes Mal haben die gesagt, nee, das ist von uns, ist von uns. Haben, das war aber nicht wir so. Wir haben seit der letzten Bundestagswahl echt extrem gemerkt, wie moralisch flexibel die Parteien noch sind. Ne?
Ja, also aus vielen Gründen, momentan gar nicht unbedingt näher beleuchtet. Ist natürlich nie gut, wenn man nicht hingeht, aber momentan hätte ich nicht gewusst, wen ich wählen soll. Und das ist halt ein Problem. Nee, weiterhin sage ich auch, nicht wählen ist scheiße. Selbst wenn du keine Ahnung hast. Ne? Aber so Kreuzchen ich hätte mich aber tierisch geärgert, wenn ich dann im Nachhinein wieder die Falschen gewählt hätte. Und das wäre, glaube ich, momentan egal gewesen, wenn du gewählt hättest. Du kannst ja mal vorher den Wahl-O-Mat machen. Ja, da kommen aber ganz krude Sachen raus. Das bringt ja nichts. Ganz du kreuzt eine falsche Sache an, steht da direkt NPD oder so. Das funktioniert ja nicht. NPD gibt es nicht mehr. Keine Ahnung. Die heißen jetzt NSDAP. Nein, Quatsch. Nein, gibt es beides nicht mehr. Ich dachte, die sind schon verboten worden. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber die Linke ganz stark verkackt. Wenn du die Grünen gewählt hättest, hätten wir demnächst sonntags kein Auto mehr fahren dürfen. Und so. Wenn das der Kaiser noch erleben würde. Die haben aber ja nun mal wirklich viele Stimmen bekommen. Die Grünen. Ja, uns geht es noch zu gut, sage ich doch. Ne? Mit der Koalition wird sich dann zeigen. Gut, aber lass uns doch mal über schöne Sachen reden. Die Open-Air-Saison steht bevor. Nachdem wir morgen noch mal alle gemeinsam in Polo in einem in einer Glaskastensauna zusammen geschwitzt haben und unsere Körper aneinander gerieben haben. Hast du aber auch nur Schwitzen und Reiben, ne? Also das ist schon bei dir. Die einen sagen so. Körper aneinander reiben. Richtig. Ich meine, das kannst du auch anders haben. Geben dir ein Saunaticket. Sag den anderen Bescheid, wann du da hingehst und dann kannst du mit denen da. Nee, ich möchte mir meine Saunapartner aussuchen, weil der ein oder andere hat auch so ein bisschen Schmirgelpapiercharakter. Ne? Also? Mit dem reibe ich mich nicht so gern. Nein, die Open-Air-Saison wird danach beginnen und sie wird dieses Jahr absolut legendär. Ja. Haben wir mehrere? Wir haben mehrere und wir haben es aus dem letzten Jahr, wo wir dann mal zwischen Corona auf die Bühne durften, gehabt. Eine großartige Open-Air-Saison. Wir sind letztes Jahr Open-Air zurückgekommen. Ne? Eins der vielen Comebacks innerhalb der Pandemie. Und jetzt haben wir zum einen erstmal unsere regulären Open-Airs plus eben Nachholkonzerte. Wir starten am 10.06. ausnahmsweise mal freitags. Na, auf dem großen Benefits Open Air, wo man Gratiskarten für kaufen kann. Ihr erinnert euch? Erklär's nochmal, weil nein. Es waren einige sehr verwirrt. Also man kauft die Karte nur dafür, dass diese 7,50 Euro dann gespendet auch direkt werden. Gespendet werden. Ja. Ihr könnt aber auch so dahin kommen und sagen, nee, ich geb nichts, ich bin geizig. Und sauft das genug. Geld, dann geht das nämlich auch in die Spende. Richtig. Genau, das geht Für den guten Zweck. Saufen für den guten Zweck, feiern für den guten Zweck. Aber es gibt ja noch eine Neuerung. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Bitte nicht verfahren. Wir sind nicht mehr am Kraftwerk RWE Neurath, sondern in Frimmersdorf. Ist das da? Frimmersdorf. Ist das auch ein Kraftwerk da? Ja. Auch ein Kernkraftwerk? Eigentlich ist da alles ein Kraftwerk. auch ein AKW. Ja. Nächstes Jahr hier die Rocks haben wir noch 2023 mitten im Braunkohleloch. Auch nicht schlecht. Und wir spielen oben auf dem Bagger, das wäre mal geil. In der Schaufel? Ja, Hammer. Die ist doch groß genug. Hammer Platz drin. Ja, auf jeden Fall, da geht's los und wir vier, Alex ist heute leider nicht dabei, wir dürfen uns übrigens noch überlegen, wofür wir spenden wollen. Nur noch mal wenn ihr Ideen habt oder ihr habt jemand, also ein gutes karitatives Projekt, wo ihr sagt, das wäre was, dann lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns gerne an podcast@rockhütte.com. Und wir werden ein Schweinegeld dahin schicken, wenn das was Cooles ist. Ja, vielleicht gibt es eine geile karitative Einrichtung, entweder hier aus der Stadt oder irgendwas nationales, überregionales, was auch immer, wo es sich lohnt. Ne, wir suchen noch und wir dürfen uns tatsächlich aussuchen, wo die Kohle hingeht. Letztes Jahr haben wir alles an Tom gespendet. Rettet Küken. Rettet Toms Leber. Was denn? Küken retten. Ich habe ja diesmal über Tierheim nachgedacht, aber ich finde, ja, Tierheim ist auch gut, ne? Hier in Gladbach haben wir ja nur eins, in Lürb, da haben sie ja irgendwie alles kaputt geschlagen, sind sie eingebrochen. Wir haben sogar die Katzen geklaut. Nee, rausgelassen, nicht geklaut. Nur sammel die mal wieder ein. Einfach schwer asozial, ne? Ja, schwer asozial. Das ist genauso wie wenn du in die Grundschule und in den Kindergarten einsteigst. Du findest da nichts. Was soll da rumliegen, Geld? Da frag mal meine Frau, was da immer geklaut wird. Das ist einfach nur kaputt machen. Ja, Knete, Play-Doh oder was. Verstehe ich nicht. Kacken die da auch in die Ecke? Könnte passieren. Das ist auch ganz mies. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich groß von der Open-Air-Saison getönt. Also geht's los am 10.06. nur um dann nochmal ein letztes grandioses Indoor-Konzert zu geben. Ihr habt es vor zwei Wochen gehört und zwar im House of Keys. Ja, das ist ganz wichtig übrigens. Da müssen wir nochmal ganz kurz die Infos raushauen. Es ist zwar Indoor, aber da tut ihr nämlich auch was Gutes. Ja. Da gibt es noch ein paar Karten, das ist ein großartiges Unternehmen mit ganz lieben Menschen, die da arbeiten. Kommt rechtzeitig hin, da macht er noch ein Escape Room auf 3 vorher mit uns im Red Room. Guckt, wer die Prostituierte ermordet hat. Wir finden es raus, vielleicht auch nicht. Dann kommen wir ein paar Minuten später auf die Bühne. Da geht es dann nochmal Indoor zur Sache. 18.06. Heinsberg, House of Keys. Da gibt es noch
Karten. Aber Open Air wollen wir eigentlich hin. Verdammt. Was haben wir denn noch? Dann geht's weiter. Und zwar Open Air. Dann haben wir erstmal Urlaub. An der Tankstelle Dormagen. Das erste Mal Open Air auf dem Heimatfest Open Air. Zusammen mit Todsünde und ganz vielen Deutschrockkapellen sind wir da am 25.06. in Dormagen unter freiem Himmel. Und da ist es mit uns, der geneigte Fan weiß, was ihn erwartet. Da müsst ihr hart sein, wir spielen spät. Open Air sehr schön. Wir spielen spät, also da müsst ihr hart sein, wir spielen spät. Spät. Ja, sind wir genauso müde wie heute wahrscheinlich. Ja, jetzt aber ohne Scheiß, na, am Bunnekamp geht's. Normalerweise trinke ich einen Red Bull, einen Espresso. Jetzt würde ich immer einen Bohnenkamm. Ich weiß nicht, wie es morgen früh auf der Arbeit aussieht, wenn ich. Ja, aber der Bohnenkamm ist für viele Sachen gut, wie gesagt. Ne? Ja. Was haben wir noch? Nach dem 25.06., also bedenkt, die Daten, die ich euch jetzt genannt habe, sichert sie euch, weil dann gehen wir in verdiente Sommerpause. Und das lange. Aber die Open-Air-Saison nimmt dann erst nochmal Fahrt auf. Und wir kommen zurück am 5.08. in der Rockfabrik, aber eben wieder am Rocky Beach. Da ist ein zweitägiges Open Air, lohnt sich ebenso. Auch da kriegt er schon. Es ist wohl viel größer als sonst. Jetzt es ist größer als sonst, es ist auch mit mehr Bands, nicht nur wir alleine. Ne? Also da geht richtig die Luzi ab. Dann, da wird noch überlegt, ob es draußen ist, am 20.08. nochmal im Carthago Camp Linford. Aha. Ne? Wahrscheinlich Open Air, wir wissen es noch nicht. Und dann kommen wir zurück, letztes Jahr, unser Comeback ist da gewesen, am 27.08. am Blausteinsee bei Wir Rocken den See. Auch nochmal ein großartiges. Oh, da ist auch eine ganze Roses-Coverband. Ja, da mit denen haben wir vor vielen Jahren schon mal zusammengespielt. Die waren bombastisch. Ja. Und am besten hat mir Slash gefallen, weil der hat keine Perücke. Der hat original die Haare. aber der ist richtig rumgepäst. Ne? Ja, der war richtig agil da auf der Bühne. Wie, wo kommen die noch her, die Jungs? Aus Ungarn, glaube ich. Ungarn, oder so. Stimmt. Rumänien. Waren das nicht die auch als Kiss-Coverband auftreten? Nee, da waren andere. Ich meine, da waren aber auch Ungarn. Die kamen doch alle aus dem Bus gefallen. Da waren irgendwie 18 Leute in dem Bus, als sie da angekommen sind. Das kann sein. Ja. Was gefällt euch denn besser? Open Air oder Indoor spielen? Du kannst das eigentlich gar nicht vergleichen. Danke. Es ist echt, Open Air ist, deswegen sagt man auch, oh, die Open Air Saison, das ist echt ein ganz anderes, ein ganz besonderes Feeling. So Festival-Feeling. Für das Publikum, so wie für die Band, die spielt. Also für mich ist das was ganz anderes, als drinnen zu spielen. Das ist ein ganz anderer Vibe, der darüber kommt. Normalerweise, ne, wir sind ja oft oder meistens Headliner, ne, dann dämmert es schon oder ist schon dunkel und es ist ein laues Sommernächtchen und dann stehen sie alle da. Und ja, wir haben ein laues Sommernächtchen, geil. Wir haben auch schon mal richtig Regen. Also so ein Regen, weiß ich nicht, wann ich sowas schon mal, also war ja monsunartig, ne? Durch den Monsun. Ja, ich wusste, irgendwer wird es machen. Ne? Aber Spaß beiseite. Es ist Open Air für mich ist ein Highlight. Ich muss ganz ehrlich gestehen, da haben wir ja auch schon häufig drüber gesprochen und deswegen bin ich da auch sehr offen mit. Seht es mir nach, dass ich vor einem Open-Air-Auftritt nicht so locker bin wie vor anderen Auftritten. Das ist immer dieses Festival-Ding, dieses, jetzt gehe ich auf die Bühne und hoffentlich funktioniert die Technik. Ne? Aber warum soll die dann nicht funktionieren? Weil du keinen Soundcheck hast. Ach so. Du kommst dahin, stöpselst ein und es muss da sein. Das ist das Ding. Du hast nur einen Soundcheck innerhalb von 3 Minuten, währenddessen du auf der Bühne stehst, bei Open Air Festivals. Ne? Ja, genau. Ja, da und das ist ja der Großteil. Das muss schnell gehen und da muss die Technik funktionieren. Die Karnevalsbands zum Beispiel, die kennen das ja nicht anders. Weißt du? Die sind innerhalb von 2 Minuten, sind die startklar. Wenn irgendwas nicht funktioniert, ja, kriegt man das schon irgendwie hin. Da bin ich meist angespannt, weil ich denke, okay, gleich geht's auf die Bühne, dann stellst du dein Equipment dahin, das funktioniert seit 10 Jahren. Also spreche ich dich jetzt vor den Auftritten bei Open Air auch nicht mehr so an. Aber das finde ich toll, dass der Torben das nochmal so erzählt, weil das ist dieses Hintergrund, dieses Insider-Wissen. Ne? Das ist nicht so, hey, wir sind La Ultima, wir machen den großen Zampano und machen noch 100 Minuten Soundcheck. Das geht da nicht. Jede Band möchte, hat ihre Stage-Time, das ist alles getaktet. Genau. Und ihr wollt uns auch nicht um 10 Uhr noch eine Stunde da aufbauen sehen. Ja. Ne? Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Kannst du dich noch erinnern, letztes Jahr am Blausteinsee, unser Comeback? Ja. Da habe ich mich erstmal vorne hingesetzt auf meinen Ego-Riser und habe mir ja das komplette Publikum angeguckt, weil ich so ergriffen war, dass so viele Leute auf einmal wieder auf einem Fleck stehen und so viel Grinsen im Gesicht haben. Würde ich genauso machen wie du.
Ohne dich jetzt zu diskreditieren oder dich irgendwie schlecht zu machen. Ich wusste ja auch nicht, ob mein Mikrofon funktioniert. Ja, dann gibt es überall noch 10 andere Mikros und wenn eins ohne, also mit Funk nicht funktioniert, gibt es irgendwo noch ein scheiß SM58 mit Kabel. Du wirst immer durch einen Auftritt kommen. Gott sei Dank. So. Ich auch. Ich auch. Wir sind ja, also, wen das interessiert, wir sind ja auch. Also wir spielen ja nicht ohne Netz und ohne doppelten Boden. Ja, aber was wir sind ist, ja doppelt abgeschickt. Wir haben sogenannte Backups. Was genau. ist denn, wenn unserem Schlagzeuger das Fußpedal kaputt geht? Tauschen wir einen Schlagzeuger aus. Ja, der hat ja ein Double Bass Fußpedal. Der könnte theoretisch auch mit dem linken noch irgendwie das Konzert spielen. Also es gibt Möglichkeiten, aber in dem Moment, es ist so. so vielleicht genau, mal, vielleicht mal für die Leute, die sonst so zu einem Festival oder zu einem Konzert kommen, es ist ja so. Wir kommen auch erst meistens an, wenn schon vielleicht eine Band spielt oder so. Ja. Dann kommen wir da hin, dann begrüßen, ein Bierchen getrunken und so weiter, was gequatscht. Zwei Bonnekamp. So, und dann kommt der, dann kommt der nächste Act auf die Bühne, stellt seine Sachen dahin, spielt, alles gut. Und dann irgendwann kommen wir. Das heißt, dann auch kommen die Sachen schnell auf die Bühne, dann schmeißt du alles an. Du darfst auch in dem Moment nichts vergessen. Du darfst nicht vergessen, deinen Sender anzumachen, deinen Empfänger anzumachen, deinen Sound zu generieren und so weiter und so fort. Das Set darfst du auch nicht vergessen. Und dann muss in dem Moment schon der Sound da sein. Sobald der erste Ton da ist, bin ich völlig tiefenentspannt. Und so ist das ja auf einem jetzt kommenden Samstag sind wir ja, und das haben wir ja auch schon mal angesprochen, wir sind ja immer schon sehr, sehr früh vor Ort, um aufzubauen, Soundcheck und wenn warten, wir alleiniger Act ne? sind. Genau, ja. Bis dann irgendwann, bis ihr dann kommt. Ne? Und da freuen wir uns dann auch drauf. Und dann haben wir aber schon Soundcheck gemacht und wissen, alles funktioniert. Wenn was nicht funktioniert, haben wir halt alle Zeit der Welt, noch irgendwas umzumodeln, damit es funktioniert. Und diese Zeit ist halt auf so einem Open Air, wo wir mit mehreren Bands spielen, die gibt es halt nicht, diese Zeit. Du bist da, und es muss funktionieren. Ja. Und da, das ist meine leichte Anspannung, die ich bei sowas doch habe. Da haben Tom und ich ja auch letzte Woche drüber philosophiert. Ne? Wir sind definitiv abhängig von der Technik. Ne? Funktioniert technisch irgendwas nicht, haben wir gegebenenfalls ein kleines Problem, ein Konzert zu spielen oder fortzuführen. Ne? Absolut. Ja, aber wir haben immer Top-Leute, die sich um uns aber kümmern. Aber Top-Leute. So. Bei mir ich bin bei diesen Open Airs, das klingt jetzt total doof. Ich mag tatsächlich eher die, also Open Airs mag ich am meisten. Und Indoor mag ich die Auftritte mit großen Bühnen, mit großer Fläche. Nicht, weil ich dann sage, boah, ich fühle mich jetzt noch geiler, weil da viel mehr Leute stehen. Ich werde eher nervös, wenn das Publikum quasi dir Auge in Auge gegenübersteht mit 30 cm Abstand. Also, da weiß ich nie, wo man so hingucken soll. Ich finde, wenn man die Finger bei sich lässt, finde ich die engen Auftritte in ganz kleinen Sälen bei ganz wenig Publikum eigentlich die coolsten. Das hatte für mich immer noch diesen alten Punk-Flair. Ich finde, die ganze kleine Kiste da weg. Ich mag das Feeling, wenn du rauskommst, die sind schon heiß und dann, du hast noch nicht gespielt, nicht, und dann steht da eine riesige Meute und singt schon oder jubelt. Das ist ein Gefühl. Aber ich finde, für meinen Teil, habe keinen Favoriten, weil ich finde, die kleinen, wie zum Beispiel vorletzte Woche im Irish Pub, du gehst auf die kleine Bühne, die halt irgendwie 5 cm hoch oder 10 cm hoch ist, setzt dich dahin, spielst. Dann, kommst du von der Bühne, kennst irgendwie alle in diesem Pub, sind ja auch dann nur, ich sag mal, in Anführungszeichen nur 150 Leute. Und da kannst du auch mal entspannt an die Theke gehen. Cool. Große Auftritte, wie ich freue mich jedes Mal neu auf Lüdenscheid. Aber da zum Beispiel diese Nervosität, um nochmal darauf zurückzukommen, die kommt ja auch daher, dass ja auch schon in den 15 Jahren hier und da mal irgendwas passiert ist. Wenn alles immer glatt gelaufen wäre, hätte man ja diese Nervosität nicht. Aber es ist schon mal was schiefgelaufen und wir stehen in Lüdenscheid und mein neuer Sender, der halt schon da 5, 6 Auftritte super funktioniert hat, funktionierte plötzlich nicht. Also musst du auf einer Riesenbühne, wo du eine geile Show abziehen möchtest und da auch kannst, mit einem 2 Meter Kabel spielen. Mit einem Kabel. Ja, ich habe zum Glück ein 10 Meter Kabel, aber das hängt dir trotzdem irgendwie immer zwischen die Füße rum. Ne? Ja, also das ist dann halt, und dann denkst du so, boah, scheiße. Ne? Also du kannst dann den Auftritt spielen, aber nicht so, wie du eigentlich möchtest. Und so Lüdenscheid, riesig, 2.500 Leute, kleiner Irish Pub Auftritt vor 100 oder 150 Leuten und Open Air, ob es vor 200 Leuten oder vor 2.000 Leuten sind, ist immer
unfassbar geil. Was ich super fand bei dem Open Air vor 2 Jahren dann hier in, da waren wir noch nicht in Frimmersdorf, da waren wir in Neurath. Die Hebebühne. Ja, vorne. Ja. Hammer. Ja? Da haben wir aber richtig Spökes gemacht. Wo wir dann schön so 2 Meter hochgefahren werden oder so, dann, das ist natürlich auch immer dann eine tolle Sache. Ja, kommt zu Rock Sommernacht, die Leute machen sich da so viel Mühe und lassen sich das richtig, ja, was heißt, was kosten die? Legen zusammen, jeder kennt da jeden und da knölzen die da eine Bühne hin, die findet das teilweise bei Rock am Ring nicht. Ist so. Ja, haben wir gut gemacht. Wirklich Hammer. Ach so, noch ganz kurz in eigener Sache. Ich höre auf. In eigener Sache nicht. Wer am Samstag noch nicht genug von Rock hat, der kann am Sonntagabend noch ins Tube nach Düsseldorf. Da spielt Zusatzshow Ogmanix, die auch schon samstags da spielen. Ist auch ein Nachholkonzert, weil so viele Tickets verkauft wurden, spielen die auch sonntags. Und als Vorband eine neue Band, wo ich selber hinfahre und sehr gespannt bin, namens Herr Nilsson. Also seid gespannt. Was hast du denn mit dieser Band zu tun? Erzähl das doch mal bitte. Bitte. Nee, wie kommst du auf diese Band, wenn die neu ist? Das ist eine neue Band und ich erzähle vielleicht im nächsten Podcast darüber, weil im Moment, das ist alles noch sehr geheimnisvoll und so soll es jetzt auch erstmal bleiben. Werde ich nach dem Konzert, wer nicht da war, einen Aftershow-Bericht erstatten hier. Okay, wenn Herr Nilsson spielt, Torben ist auch da, der tritt dann als Special Guest als Pippi Langstrumpf auf, wahrscheinlich. Nein. Du könntest es auf jeden Ginge. Fall. Die Socken hast du auch. Vielleicht gehe ich aber auch als hier, wie heißt denn der, großer Onkel? Oder wie heißt das Pferd? Dicker Onkel. Das heißt doch Herr Nilsson. Das ist der Affe. Echt? War das der Affe? Wie heißt denn das Pferd? Dicker Onkel, großer Onkel. Großer Onkel. Ja, großer Onkel. Onkel. Kleiner Onkel. Oder nee, kleiner Onkel. Kleiner Onkel. Ja. Ich dachte, das wäre der Affe gewesen. Ja. Scheiße. Oder ich gehe als, wie hieß denn noch der Typ, der den Superkleber gemacht hat? Wen hat er gemacht? Superkleber? Diesen Superkleber. Habt ihr früher nicht Pippi Langstrumpf geguckt? Nein. Ach, gehörte dazu. Seeräuber Baffabi. Das ist doch schon die, Astrid Lindgren. Ich fand die anderen 2 Kinder ziemlich crazy. Ja, das konnte ich mir leider nicht antun. Tommy und Annika. Ja, das ging gar nicht. Ja, die waren nervig. So ja. Loser-Kinder. Ja, voll. Das geht gar nicht. Ja, die haben danach auch schwer gekokst. Egal. Achso, ich wollte mal mit euch, hier machen wir eine neue Rubrik, ich muss mal was fragen. Ja, aber wir können bei dieser Musik-Insider-Sache bleiben eigentlich, oder? Ein anderes Wort für gut. Klangkotze. Diese Rubrik hatten wir schon lange nicht mehr. Lange nicht. Schieß los. Es geht sich darum, ich habe einen Bericht gelesen, dass eine hiesige Coverband wieder spielt. Booster in dem Fall, man kann es ja sagen. Und, eine ortsansässige Mönchengladbacher Top 40 Coverband. Ja, die man aber auch schon, weiß ich, über die Grenzen hinaus kennt. Die Top 40 also eine wirklich, Coverband. Also eine wirklich gute Band. Ich höre sie auch gerne. Haben wir genug Gutes gesagt. Mich hat was gestört. Wie soll ich das erklären? Also auf dem Foto, wo die Band abgebildet war, war nicht ein einziges Mitglied der original früheren Boosterband mehr dabei. Also es waren alles neue Leute, die so nach und nach dazugekommen sind. Und alle anderen, die eigentlich früher dabei waren, weswegen man Booster geguckt hat, sind eigentlich gar nicht mehr dabei. Aber ist das bei einer, gerade, also bei, da gibt es ja viele meine trotzdem. Meine Frage. Denn ich weiß nicht. Ist das okay? Ist das dann noch diese Band? Oder sollte man doch den Namen dann ändern? Ja, das ist okay mit sanften Abstufungen. Also ich finde, man sollte dann nicht mehr diesen Namen, weil das hat für mich einen faden Beigeschmack. Ich finde, das ist so Rühmen mit falschen Lorbeerblättern. Nee, also sehe ich etwas anders. In diesem speziellen Fall jetzt ist der, jetzt muss man nochmal dazu sagen, dass uns ja auch nochmal so knappe 10 Jahre fast unterscheiden. So, du kennst jetzt natürlich auch noch die Alten. Ich bin zum ersten Booster-Konzert gegangen. Da spielte auch einer der fabelhaftesten und besten Musiker aus Mönchengladbach und Umgebung, René Pütz, spielte da schon in dieser Band. Da bist ich glaube, du das damals zum ersten sogar, Booster-Konzert gegangen? Das ich schön 15 gerutscht. Oder sowas. Da war doch der alte Sänger da, oder nicht? Das mag sein, aber René Pütz hat trotzdem ja vorher schon gespielt. Ja, er spielte damals noch Schlagzeug da. Ja, stimmt. Ja? Er wurde dann als und da war, kann Schlagzeug durchaus sein, dass da Dietmar Gralla noch sang. Ich weiß nicht, nach Dietmar Gralla ist, glaube ich, aber auch René schon gekommen. Und das ist ja jetzt auch schon 15, 20 Jahre her. Und da hieß du ja auch schon Booster.
Und dann änderst du deinen Namen ja nicht ab dem Punkt, also letztes Jahr, also ganz kurz, um nur meins fertigzustellen, danach darfst du gerne eingreifen. Wenn du. Jetzt geht es ja heiß her. Ja, nee, Freund. Pass heute auf. Geht's heiß her. Es ist ja so. Letztes Jahr hat der letzte Altgediente von denen aufgehört, oder sogar dieses Jahr, Volker von Ameln am Keyboard. Davor Fanny Fander an der Gitarre. Genau, haben jetzt gerade aufgehört. Und dann sagst du ja nicht so, jetzt ist der Volker weg. Jetzt, ich als René Pütz, habe 20 Jahre in dieser Band so gespielt, als Booster. Und jetzt ist der letzte weg und jetzt nennen wir uns Haifischzahn. Weiß ich nicht, das ist ja... Ja, aber jetzt... Weißt ja, du, doch. Das ist meine Intention. Vor 10 Jahren hatte ich das gleiche Problem mit der anderen Band, Remember Band. Da sind auch alle alten Leute, die da vorher gespielt haben, alle raus. Es sind nur noch irgendwelche jungen, ja, Profi-Berufsmusiker, die da spielen. So, und jetzt, pass auf, ich versuche das noch besser zu erklären. Bei der Remember Band, muss ich sagen, ist nur ein Berufsmusiker, glaube ich. Nee, zwei mittlerweile. Ich versuche das noch anders zu erklären. Ich habe jetzt, wir haben bei uns, bei der Firma haben wir demnächst Oktoberfest. Im September irgendwann ist Oktoberfest und da spielt eine Top 40 Coverband, die du für jegliche Situationen buchen kannst, jetzt in dem Fall Oktoberfest, dann spielen die Oktoberfestmusik. Die kannst du für was weiß ich Karneval buchen, dann spielen die Karnevalsmusik. Und dann heißen die so und dann heißen die so und dann heißen die so. Hier heißen die jetzt Tante Käthe, aus Köln sind die. So, und dann gehst du auf die Internetseite, weil du dich informieren willst, was ist das für eine Band, was machen die so. Und dann hast du die, sagen wir mal, 7 Hauptakteure da stehen, eine Frau, die da singt, ein Mann, der singt, Keyboarder, Schlagzeuger, Gitarrist und hast du nicht gesehen. So. Und darunter stehen nochmal 7 Ersatzmusiker mit Foto, mit allem drum und dran, die dann ausgetauscht werden, wenn die anderen nicht können. So, und da frage ich mich doch, wo ist denn die Identität der Band? Was hat das denn noch mit dieser Band zu tun? Weil da wird doch der zahlende Gast doch eigentlich nur noch verarscht. Weil, wie gesagt, wenn ich jetzt Booster dieses Foto nicht gesehen hätte und hätte jetzt nach Jahren gesagt, komm, geil, Booster war früher immer geil, ich gehe mir das jetzt angucken, komm dann zum Konzert, die kommen auf die Bühne und alle von denen, weswegen ich eigentlich da hingehen wollte, von dem Bild, sind weg. Dann ist das eigentlich für mich einfach nur eine reine Verarschung am Kunden. Da wird ein Name genommen, der immer noch zieht. Und Leute machen damit Geld. Und jetzt die sanften Abstufungen, finde ich. Also gehe ich da pari mit Torben, auf jeden Fall. Weil wenn jetzt schon 20 Jahre in einer Band noch einer ist oder zwei von der Ursprungsformation und dann gehen die weg und dann neu zu benennen, ist Quatsch. Irgendwie, finde ich. Plus die Sache, nochmal die Differenzierung, was für eine Band ist das eigentlich? Ich glaube, es ist nochmal ein Riesenunterschied bei so einer Top-40-Cover-Band, weil die gibt es natürlich, qualitativ sind da Höllenunterschiede bei den Top-40-Cover-Bands, selbstverständlich. So, wenn wir jetzt wieder beim regionalen Beispiel sind, Booster ist hier das Nonplusultra, was das angeht. Wenn du jetzt aber von dem regionalen einfach weggehst, bei einer Top-40-Cover-Band gehst du normalerweise hin und erwartest in guter Qualität, dass bestimmte Songs gespielt werden. Egal unter welchem Namen. Wenn du dann sagst, der Name zieht noch und die Musiker sind alle nicht mehr dieselben. Ich weiß nicht, du identifizierst, finde ich, nicht bei einer Top-40-Coverband dich mit den Personen. Ja doch, irgendwo in dem Falle schon, weil es hier eine Lokal-Matador-Band ist, die hier seit über 25 Jahren spielt. Wenn es jetzt eine von diesen im Internet zu findenden Gala-Bands sind, die sich einfach irgendeinen Namen geben, wo 7 Berufsmusiker einfach perfekt alles spielen können, die du halt buchst für einen Abend bei einer Veranstaltung, weiß ich was, dann ist mir das egal. Ich finde, bei den Top-40s ist halt jeder austauschbar. Booster waren die Konzerte, wo du hingegangen bist, wo du gewusst hast, da sind die coolen Leute auf der Bühne, du bist wegen dem Sänger da hingegangen, du bist wegen dem Keyboarder, weil der die geilen Mickey-Maus-Hände hat und Gedöns gemacht hat. Deswegen bist du da hingegangen und wolltest das abfeiern. Jetzt würdest du da hingehen und denken, da stehen einfach 7 Mann auf der Bühne, die spielen halt wieder perfekt irgendwelche Top-40-Lieder runter und die Identität der Band ist weg. Ihr habt das früher ja nicht anders gemacht. Ihr habt, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber ihr habt quasi den Namen eurer Väter übernommen. Ja, absolut. Und das ist aus welchem Grund denn? Ja, aber die Band existiert. Ihr wolltet einfach damit Erfolg generieren, dass man den Namen noch kennt. Richtig. Aber ihr habt nichts Eigenes dadurch geschaffen. Nein, aber ich sag mal, als Top-40-Coverband, was kannst du denn wirklich Eigenes schaffen? Das, die Frage stelle ich mir. Jede Band, ich sag auch jede Top-40-Coverband hat doch ihren eigenen Stil auch.
Und nicht nur im Spielen. Ich glaube, qualitativ. Qualitativ, selbstverständlich gibt es da Unterschiede. Aber wirklich, dass du da. Ich rede wirklich von diesen, in dem Sinne, Tanzkapellen, Top 40. Ne? Ich weiß nicht, ob du da so viel eigenen Stil mit reinbringen kannst. Natürlich, so, der Stil haben damals, wird geprägt momentan von René Pütz. Der Name Buff existiert noch immer. Diese Coverband Buff existiert noch immer. Und ich habe damals schon gesagt, als ich damit gespielt habe, du konntest eigentlich jeden austauschen. Es war egal. Wir hatten auch in der Zeit, wo ich da aktiv dabei war, drei verschiedene Sänger oder so gehabt. Ja, und das ist eigentlich... Also ich finde es nicht gut. Ich würde es runterbrechen, gerade bei Booster jetzt nochmal. Also wir reiten ja jetzt heute hier nicht auf Booster rum, dass sie einen Fehler gemacht haben. Also es ist ja jetzt kennen ja unsere internationalen Hörer. Es ist ja so, dass es ein schleichender Prozess ist. Also das heißt, wenn du jetzt natürlich in deinem Fall vor 25 Jahren Booster gesehen hast und gehst 25 Jahre später zu einem Booster-Konzert und erwartest, da stehen immer noch die gleichen auf der Bühne, dann ist das eine. Das ist aber ja ein schleichender Prozess. Irgendwann werden Musiker ausgetauscht. Wir in unserer Situation können unfassbar glücklich sein und stolz darauf, finde ich. Hatte ich mit einem noch vom Irish Pub drüber gesprochen, der sagte, ich finde es einfach geil, dass es euch nach der Pandemie beispielsweise auch noch genauso gibt. Es gibt Bands, die sind auseinandergebrochen. Mhm. Es gibt Bands, die haben dann einfach andere Musiker reingeholt. Das ist aber ein Standard in dem Business. Und bei diesen Gala-Bands oder diese Band, die jetzt bei euch auf dem Oktoberfest spielt, ist es ja so, dass da unten Aushilfsmusiker stehen. Das ist bei uns, ich bin im Schützenwesen, bin ich nun mal viel unterwegs, da spielt eine Band. Wenn der Keyboarder von denen nicht kann, der ist krank, dann stellt sich dann ein anderer hin. Der macht genauso einen guten Job. Das ist dieses normale Top 40 Unterhaltungsprogramm und unter diesen Bands wird alles untereinander ausgetauscht, wie es nur geht. Und jetzt, und das ist für mich zum Beispiel auch ein Punkt, da bin ich bei Booster, jetzt gehe ich da wohl noch eine Ecke höher, nach Köln, die Black Föhs sind noch, also Gründungsmitglieder sind... Dann können wir auch mit der Höhe. Nee, ist, glaube ich, keiner mehr mit dabei, aber altgediente, Erich Stockloser und hier Wege, letztes Jahr, vor zwei Jahren Schlaganfall. Auf jeden Fall stehen da jetzt völlig andere Musiker auf der Bühne und das Gesicht der Band damals, wie hieß der Sänger? Tommy Engel. Hat irgendwann die Band verlassen. So, die haben zu dritt angefangen. Jetzt sind da 7, 8 Musiker auf der Bühne und die werden auch älter, aber da sind ja auch Leute bei, die auch schon seit 8, 9, 10 Jahren dabei sind. Sagst du dann als Black Föhs, so, jetzt sind alle Alten raus, jetzt dann sind wir eine neue Band. Dann ist das für mich nicht mehr Black Föhs. Ja, aber die spielen ja die Lieder genauso gut wie damals und die begleiten das ja auch schon seit 10 Jahren. Wir sind eine Top 40 Onkels-Coverband, könnte man so sagen. Wir sind eine Band, die eine andere Band covert, also nichts anderes als Booster, kannst Justice aber, oder Remember Band. Kannst aber individuell betrachten. Bei uns wäre es nicht, wenn von uns einer fehlt, fällt der Gig aus. Ja, Punkt. Ja, das ist richtig. So. Aber nehmen wir mal an, wir wären jetzt durch die Corona-Pandemie entzweit. Es wären noch zwei über, zwei andere kommen dazu und die Band heißt weiter La Ultima. Könnte ich mir das noch vorstellen, weil die Identität der Band durch diese zwei, die eigentlich von vornherein zugehören, noch da sind. Aber jetzt stell dir mal vor, das hätte dann über die Jahre hin, wir machen das jetzt 15 Jahre, wir machen das noch 10 Jahre und auf einmal wechselt das so sehr, dass auf einmal vier komplett andere auf der Bühne stehen. Dann hat das für mich nichts mehr mit La Ultima zu tun. Dann ist die Identität der Band weg. Ja, für dich nicht, aber das ist ja immer die Frage. Und wenn du jetzt Auftritte siehst, Black Föhs, ausverkauft. Booster, ausverkauft. Da ist ja nicht, trotzdem... Ich bin ja nicht Fan von dieser Band und von der anderen Band und von der Band, weil die Musik mir so toll gefallen hat, weil, wie gesagt, da sind wir uns alle einig, alle Top 40 Coverbands spielen das Gleiche. Ja. Ich bin deswegen dahin gegangen, weil der Sympathiefaktor zu den Menschen, die auf der Bühne standen, da war. Und deswegen Versteh bin ich immer wieder dahin gegangen. Jetzt sind die aber alle weg. So, und dann steht da oben der Name Booster drüber, aber der hat mit dem, was es eigentlich ausmacht, nichts mehr zu tun. So, und so wäre das bei uns auch. Wir haben 4 neue Leute, die da spielen würden. Dann hat das mit La Ultima nichts mehr zu tun. Die Identität ist weg. Ja, aber du weißt ja nicht, wie die Leute darauf reagieren. Vielleicht sagen die trotzdem, naja, gut, der erste bricht weg. Dann sagen wir jetzt mal, ich sag nächste Woche, ich höre auf. Dann kommt ein anderer Bassist. Dann sagen die vielleicht am Anfang, naja, schade, ne, gut, wenn sie es überhaupt sagen. Gut. Keine Ahnung. Und dann kommt ein neuer Bassist. So.
Dann kommt irgendwann im Laufe der Zeit ein neuer Gitarrist, ein neuer Schlagzeuger und dann am Ende des Tages ein neuer Sänger. Dieser Bassist, der jetzt lange Zeit mit dabei war, der hat dann ja auch schon 10 Jahre bei La Ultima gespielt. Ne, das ist halt mein Ding. Nennt man sich dann um, aber man lässt ja am Ende des Tages die Leute entscheiden. Gehen die trotzdem noch zu Booster, weil sie es schön finden? Gehen sie trotzdem noch zu La Ultima oder gehen sie noch trotzdem zu Black Föß? Es gibt ja Bands, die machen etwas aus. Also zum Beispiel, wir haben Rock am Ring, waren wir drei zusammen. Damals spielte Guns N' Roses. Da war Axl Rose noch da. Da war aber kein Slash auf der Bühne. Da war kein... Keiner. Ich glaube, der Izzy Stradlin war zu dem Zeitpunkt da. Und hat der dann, jetzt nicht mehr dabei mit, ist. Ja, aber Bass weg. Die waren alle bei Velvet Revolver. Ja, richtig. Ja? So, da war keiner mehr. So, und dann steht da natürlich noch ein Axl Rose. Und es hieß Guns N' Roses. Guns N' Roses, genau, richtig. Er war noch da, aber hat für mich, weil ich erwarte Slash bei Guns N' Roses mit auf der Bühne, hat dann auch nichts zu tun. Das hat ganz viel mit, hast du ja auch vollkommen recht. Und jetzt mit Identifikation jetzt, wo die wieder da sind und das alles zusammen machen, ist das auch für mich Guns N' Roses. Ich bin über 15 Jahre nicht mehr dahin gegangen, weil ich deswegen die Identität an der Band verloren habe. Aber da siehst du doch. Erstens ist Ist das doch genau das, was ich sage. Das ist aber anteilig erstmal subjektiv, selbstverständlich, subjektive Geschichte. Absolut. Aber auch, es hängt davon ab, womit wird diese Band oder diese Gruppe, was auch immer, womit wird die wirklich identifiziert? Nur über den Namen oder über den Sänger bei Guns N' Roses zum Beispiel? Ich meine, Izzy, vermisst du jetzt Izzy? Sagst du, ich gehe nicht dahin, weil Izzy nicht da ist? Nein, du brauchst also Axl und Slash. Auch da ist das so, wenn Slash und Duff McKagan da spielen und aus irgendeinem Grund ist Axl nicht mehr dabei und du hast dann Miles Kennedy, der die Lieder singt und der bringt das überzeugend rüber, dann bin ich der Meinung, wenn er das dann überzeugend rüberbringt, und das ist leider ja auch, dann hast du recht, subjektiv, aber dann kann das immer noch Guns N' Roses sein. Aber wenn gar keiner mehr davon da ist und es nur noch diese Musik halt von irgendwelchen anderen Leuten gespielt wird, dann ist doch die Identität verschwunden. Ja, aber also ich finde, das muss man schon irgendwo ganz klar unterscheiden, was halt eine ortsansässige Top 40 Coverband ist und eine der größten Bands. Ich meine, es gab ausverkaufte AC/DC-Konzerte. Brian Johnson kriegte Hörprobleme. Dafür stand Axl Rose auf der Bühne, was natürlich bombastisch war. Aber viele Leute haben sich halt auf AC/DC, und du gehst zu AC/DC, um wen zu sehen? Nicht um Brian Johnson. Nee, um Bon Scott zu sehen. Aber das ist ein gutes Beispiel. Die haben zum Beispiel einen Sängerwechsel geschafft, aber die Hauptidentifikationsfigur war trotzdem noch Angus Young. Du gehst ja dahin, um Angus Young zu sehen. Und so wäre das doch jetzt. Angus Young wäre dann auch weg. Die hätten einen anderen Gitarristen, der zumindest das auch alles leistet und so spielen kann. Und die heißen weiter AC/DC. Ja, und am Ende des Tages entscheidet, wenn das, also das finde ich halt. Bei AC/DC finde ich es halt, oder Guns N' Roses, finde ich, ist halt irgendwie eine andere Hausnummer, weil die haben eine unfassbare Musikgeschichte geschrieben. Nehmen wir einen Mühlkleiner. Ein Mühlkleiner, aber trotzdem für Deutschland groß, relativ große Musikgeschichte. Was so ein ähnlicher Fall ist. Höhner. Ja. Höhner, Henning Krautmacher, der nicht Gründungsmitglied war. Richtig. Ne, aber eben, du kennst ihn seit gefühlt 25, 30 Jahren. So, Henning Krautmacher ist der Höhner. So, der hat jetzt auch das Zepter abgegeben an den Jüngeren. Das letzte Gründungsmitglied, ich weiß den Namen leider nicht, das war der Bassist, der Grauhaarige, der hat schon innerhalb der Pandemie gesagt, so, Hannes. Ne, okay, Hannes. Du weißt es, ich weiß es nicht. Ja. Der hat aber innerhalb der Pandemie schon gesagt, so, ich habe keinen Bock mehr, ich habe andere Hobbys im Leben, als mit halt 60 auf Tour zu gehen. Ordentlichen Alter, ne? Ja, ne? So, das war aber das letzte Gründungsmitglied. So, jetzt meine Identifikationsfigur war der Henning Krautmacher, der hört jetzt auf. Bei denen wäre das für mich jetzt so, so Leute, jetzt könnt ihr euch eigentlich umbenennen. Ja, so, das ist aber doch das, was ich sage. Ja, das meine ich aber mit subjektiv. Ja, natürlich, ja, das ist subjektiv. Aber, und dann kommt, mein Ding. Nein, das ist sehr krude. Dann finde ich es schade, weil die Black Föß, die Höhner, die haben auch Musikgeschichte geschrieben. Die haben auch bombastische Lieder und die neuen bei den Black Föß sind halt auch wirklich tolle Sänger. Ob es hier Mirko, Pitt und so weiter, das sind wirklich richtig gute, hochqualitative Sänger. Und irgendwann gibt es nur noch die Top 40 Coverband, die dann Katrin am Bickendorfer Bütsche, Edmeyers Ketsche und so weiter singen, weil die sind zwar Black Föß, die spielen das aber ja jetzt auch schon seit 20 Jahren.
ich bin ja vollkommen bei dir, Tom, aber das ist halt, das ist schwierig und es ist immer die Frage, was die Leute, die da hingehen, davon halten. Und wenn du siehst, dass es immer noch ausverkauft ist, finden die Leute, ist ja trotzdem gut. Wir können froh sein, dass es bei uns so ist. Die Onkels sind die Onkels, weil sie so sind. Die Hosen haben nur einen Ersatz gehabt. Damals gegen Wölli ist Wom gekommen. Mhm. Und wir. So, nee, das sind halt vier Musiker. Aber im Top-40-Cover-Bereich oder überhaupt so sonst in vielen Coverschienen wird einfach ausgetauscht. Und wenn den Leuten das trotzdem noch gefällt, finde ich es am Ende des Tages, entscheiden die das. Wenn man sich jetzt in die Musiker selber reinschaut. Und du entscheidest das für dich da ja auch richtig und das ist ja auch gut so. Und ich finde, dass das eine sehr anregende, gute Diskussion ist. Das ist trotzdem traurig. Wenn du das aus Musikersicht gehst, so, ich stelle mir jetzt vor, ich spiele jetzt schon, obwohl ich nicht Gründungsmitglied bin, seit 20 Jahren bei, nehmen wir jetzt wieder The Black Fuzz. So, und dann kommt einer und sagt so, ich war Gründungsmitglied, ich höre jetzt auf. Ihr spielt da zwar schon seit 20 Jahren, aber jetzt dürft ihr euch nicht mehr so nennen. Ja, käme ich mir auch komisch vor, weil ich mir auch wie ein vollwertiger Black Fuzzer vorkommen würde. Definitiv. Es ist schwierig, aber es gibt halt Interpreten, da geht das nicht. Es gibt ja auch Bands, die haben ewig mit Urbesetzung durchgehalten. Jetzt noch immer Rammstein. Ja. ZZ Top hat lange durchgehalten, da ist ja leider einer von verschiedenen. Was machen die? Die treten auf, weiter, mit Ersatzbassist. Da sind immer noch zwei da. Ja, aber die Frage ist ja auch immer das Gesicht des Ganzen. Wenn jetzt beispielsweise Rammstein-Keyboarder Flake wegfallen würde, zieht ein anderer ein goldenes Kostüm an und läuft auf einem Laufband und spielt toll. Das eine. Ja, da geht ohne Till Lindemann nichts. Spielt ein Till Lindemann nicht mehr bei Rammstein, ist Rammstein kaputt. Motorhead. Ja. Gleiches Thema. Aber es gibt ja immer diese Haupt Figuren. Ja, hier ging es mir aber tatsächlich um speziell darum, dass da ja gar keiner mehr ist. Ja, ja, ja. Und das ist, dann ist die Identität dieser Band weg. So, und sich dann immer noch mit diesem Namen zu rühmen, auch wie die Remember-Band das gemacht hat, ist für mich einfach Verarschung am Musikhören, also am Fan, der da unten steht. Das ist eine Verarschung. Ja, Ich habe ja in meinem Plattenregal keine Sammlung von der Remember Band. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied zu so großen Interpreten. Ja, aber das wollte ich ja sagen. In den 90er Jahren, wenn du da abends rausgegangen bist, dann hast du immer geguckt, wo spielt Booster, wo spielt Remember Band, weil da war immer was los. Ja, damals war geil. Dann bist du da hingegangen. So, und es hat mich immer schon geärgert, wenn du dann auf die Bühne kamst und es waren zwei andere Musiker da. Kann ja passieren. Aber das würde in einer normalen Rockband niemals passieren. Nee, das ist richtig. So, und das hat mich schon ein bisschen geärgert, weil das auch schon so Mischmasch, weil das so ersetzbar war. Ja, ich glaube aber Top 40 ist einfach austauschbarer. Ja. Da ist auch mehr Business hinter. Auch eine große Rockband hat Business, aber die weiß ja, zum Beispiel... Ja, aber dann müsste mir doch recht geben, dass das jetzt doch einfach nur Kohlemacherei ist. Nee. Der Name steht, Die Leute gehen dahin und bezahlen und kriegen aber eigentlich... Die Leute in der Band, die haben ja auch einen sagen, Grund, zum Beispiel genau in René Pütz, dass er sagt, ich bin Booster, weil ich seit 20 Jahren, von 25 Jahren mit dabei bin und ich habe Booster ein Stück weit mitgeprägt und gemacht und getan, kann ich verstehen, dass dieser Name, weil er viel dafür getan hat, trotzdem Bestand hat weiterhin. Dann ist das tatsächlich so, dass ich in der alten Band verrannt habe. Nee, es ist ja subjektiv, das ist ja auch okay. Weil als René Pütz als Sänger angefangen hat, habe ich das alles schon nicht akzeptieren können. Der ist ein super Typ. Ich mag mit den dem auch Namen so nicht. Als Mensch. Aber mit dem Namen nicht halt. Ne? Aber ihn als Haupteck da zu sehen, das hat mich früher schon nicht mehr zu Booster geholt. Ist ja vollkommen legitim. So ist ja auch jeder, das mag auch vielen Leuten so gehen, vielleicht sind dadurch aber wiederum neue gekommen. So ist das halt im Musikbusiness, glaube ich. Es ist zum Glück bei uns nicht wirklich schnelllebig, aber es ist ein schnelllebiges Ding. Und ich glaube, dass man nochmal wirklich, wie der Dennis das auch schon richtig sagte, nochmal unterscheiden muss, wer prägt das Ganze, das Gesicht, die Stimme, wie gesagt, Motorhead ohne Lemmy, Guns N' Roses oder ohne Axl, oder La Ultima ohne Tom sind völlig witzlos. Ja, wir haben da ja schon, wir reden ja viel, wie ihr wisst, jetzt allein 82 Episoden. Es ist sehr nett, dass du mich in der Riege mit Guns N' Roses und Motorhead nennst. Nein, aber aus unserer Sicht, aus unserer persönlichen Sicht, wir sind eine Coverband, kannst du ja nicht anders sagen. Ja. Aber wir haben da natürlich, weil wir eben viel quatschen, auch schon mal drüber gesprochen, wir haben unseren Stellenwert, wie ich finde, nicht, weil wir die besten Musiker sind auf dieser Welt, ne? Nee, sicher nicht. Gehabt, sondern wir haben so einen Zulauf, weil wir relativ eigen sind dafür, dass wir nur covern. Wir sind... Wir haben einen sehr eigenen Stil. So, und wir haben selber schon öfter gesagt, wenn von uns
eben, wenn einer ausfällt, hat das Konzert nicht stattgefunden. Punkt. Wir haben noch nie mit einem Ersatzmann gespielt. Und wenn von uns einer aussteigen würde, wäre es auch dich bloß. Nein, nicht. Es wäre so. Aber, schwierig. Ja, pass auf, aber es ist ja, pass auf, es gibt ja in der Top 40 Cover-Welt, nenne ich sie mal, gibt es ja auch Milliarden Musiker. So. Ja. Jetzt spielt der eine, spielt in der Band, der andere in der Band, irgendwer wird krank, irgendwer bricht sich die Finger oder irgendwas. So, und dann kann der Gitarrist gerade nicht spielen und dann sagt er, okay, was spielt ihr? Alles klar, das. Ja, das habe ich schon mal vor 30 Jahren gespielt, kann ich aber noch. Setzt sich hin, spielt, geht auf die Bühne. Einen Ersatzmann für La Ultima beispielsweise zu finden, ein Nischenprodukt, sage ich mal. Ja, wir sind angefragt worden von einer Band aus dem, von einer Onkels Coverband aus dem, woher kam sie? Auch keine kleine, wie heißt die denn nochmal? Ich hab auf jeden Fall irgendwo aus dem Osten. Die sollten in Oberhausen spielen oder in Essen. Zwei Leute konnten nicht, könnt ihr spielen. Da musst du schon gezielt an Leute rangehen. Das ist bei Top 40 Cover, glaube ich, bedeutend einfacher. Als das stimmt. Ja. Nicht, dass du nicht Onkel-Songs lernen kannst. Ich habe ja auch nichts dagegen, wenn es eine tatsächlich buchbare Unterhaltungsband ist. Dann ist das für mich, auch wenn die Namen hat, die Band, eine No-Name-Band. Ja. Das sind Berufsmusiker und die spielen. Ja, ob da der steht, ob da der so steht. Klassischer Tanz in der Mai-Kapelle. Ist mir an dem Abend ja auch völlig Latte, weil die machen halt geile Mucke, da ist Stimmung, gutes. Da habe ich da überhaupt kein Problem mit. Aber hier wird eine Band hingestellt, die sich suggeriert, als wir sind Booster. Und dann passt das nicht. So, das vom Gefühl her passt es einfach nicht, weil die stellen sich nicht als Unterhaltungsband. Das schwierige Beispiel ist, dass es die schon so lange gibt, den Namen. Ja. Ich kenne das auch quasi nur mit René. Ja. Ne? Das ist auch wieder so ein Alterswahnsinn, aber ein sehr angeregtes Thema. Ey. Absolut. Ist cool. Wir ja eigentlich. Aber ich finde, war eine tolle Diskussion. So aber ernst haben wir noch nie. Wir kommen ja jetzt beide nicht, Seiten. Wir kommen ja jetzt auch nicht an einen Tisch und sagen, so damit sind jetzt alle zufrieden. Das wird niemals funktionieren bei sowas. Ich glaube, darum geht es auch gerade gar nicht. Und das war aber schön. Und deswegen machen wir jetzt noch weiter. Womit denn jetzt? Genau? Mit der nächsten Rubrik, weil wir das lange, 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 lange haben schleifen lassen durch diverse Gäste, haben wir aber immer noch auf dem Schirm, dass wir noch eine Rubrik haben, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Guten Abend, we are Motorhead. Ich hab befürchtet. Das Musikerlexikon. Jetzt mal im Ernst, bei welchen Buchstaben sind wir? Q. Deswegen haben wir das nicht gemacht. Nur deswegen haben wir das nicht gemacht. Q wie Quelle-Katalog. Boah, kennt ihr noch einen Quelle- und Otto-Katalog? Das war das frühere Amazon. Da wurde noch richtig, da kam so ein riesen Schinken aus und musstest du blättern. Ist egal, Querflöte. Ja, das wäre das einzige Instrument, was ich mit Q kenne. Laut Google gibt es auch nicht mehr. Also es gibt gut, wäre das schon mal abgehakt. Und es gibt die Quinte. Eine Quinte gibt's. Eine Quinte ist sehr gut. Was ist die Quinte? Ja, 5 Halbtöne oder so ein Scheiß, keine Ahnung. 5 Halbtöne über dem Grundton? Ja. Ich bin ja Autodidakt, ich habe keine Ahnung. 5 Töne über dem Halbton, 5 ganz C. Von dem C ist die Quinte C, D, E, F, das G. So. Q, Quinte, es gäbe noch die Q-Glocke. Guantanamera, nee, auch nicht. Das wäre die Cowbell, quasi die Kuhglocke. Quaubell. Die Quaubell, genau. Die ja, aber da gibt es nicht viel mit Kuh. Quark eingeriebene Gitarre. Nee, gibt's nichts. Aber schwierig. Wir können mit Dance weitermachen. Queen. Queens of the Stone Age. Ah, fuck. Susi Quattro. Die fängt mit S an. Ne, Quattro. Quattro ja, Susi, gut, meinst okay, du? Das haben wir ja schon 1000 Mal gemacht, diese Diskussion. Okay. Was gibt's da noch? Querbeat. Wow. Gut, dass du mich übersprungen hast, aber ich hätte eh nichts gewusst. Oder wie die heißen. Queensridge, ja. Mhm. Ey, du googelst! Ja, klar. Hör auf damit! Ey, was? Der Chef darf das, ich hab doch keine Ahnung. Scheißdreck, du darfst der Chef bist. Das ist, ey, so. Weißt du, wenn der was sagt und weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, dann weißt du, dass der gegoogelt hat. Sicher, ey. Es ist dunkel, ich hab gedacht, ihr seht das nicht. Ja, da du dein Handy in der Hand hast, du Vollidiot. Alter Querdenker. Ich kenne ein Lied mit Q. Oh. Guantanamera. Ich glaube, das wird nicht mit Q geschrieben. Doch. Glaube ich. Ich glaube, das wird mit G geschrieben. Guantanamera. Nee, das ist Guantanamo. Dann kann wenn wir sagen Susi Quattro, sag mir auch, sag mir Quando, sag mir an. Ja, zum Beispiel.
Quando sagt man. Ich bin komplett los. Será. Auch nicht schlecht. Das von Kermes Quaus Quen. Kermes Quaus Cool ist aber schon echt schwer, oder? Ja, cool Quen. Savage. Was? Boah. Alter. Ja, respektabel. Wird trotzdem mit gar geschrieben. Auch nicht. Gibt es eine Band, die. Wie Quatsch, Traubenmatsch, du machst sie alle breit. Kennt das doch einer? Gibt es eine Band, die Quasimodo fickt Esmeralda heißt oder irgendwie sowas? Bestimmt, oder? Quasi. Gibt es auch Quiet Riot oder sowas? Ja, Quiet Riot, Come on, Feel the Noise. Ich habe es nicht gegoogelt. Nicht schlecht, ja, Quiet Riot. Quiet Riot, ja, ist mein richtig. Gott. Völlig richtig. Ich bin ja froh, dass wir den jetzt durch haben, den Buchstaben. Da ist nicht viel. Ja, okay, dann freuen wir uns auf nächste Woche, gibt's R. So, die Quintessenz des Ganzen ist. Wow. Ja. Nächste Woche. Lass mal rüberqueren. Also cool ist auch völliger Quatsch, ne? Ja. Wollen wir jetzt mal einen Quereinstieg in die nächste Rubrik machen? Sag mir Quando, sag mir wann. Das Rockhütte Mixtape. Also ich glaube, nur Songs mit Kuh jetzt. Ich fange mal an. Ich hätte gerne, habe ich letztens nochmal so im Auto gehört und habe mich an alte Sachen erinnert. Das war richtig schön. Everything About You von Ugly Kid Joe hätte ich gerne. Mhm. Tolles Lied. Mhm. Oder? Da kann man nicht meckern. Doch, oder? Ja, ich finde auch deine Aussprache großartig. Ich habe vorhin mal im Auto gesessen und mich an alte Dinge erinnert, so Zigaretten für 5 Mark. Nee, 4 Mark und du hast 1 Euro eingeschweißt eine Mark zurückbekommen. Noch da rein. Kugel Eis für 50 Pfennig, sage ich ja, nur. Ne? Toll. Ja. Dann hätte ich gerne noch von Manowar Defender. Ich glaube, das haben wir noch nicht drauf. Nee. Mit Orson Welles, der vorher noch eine Geschichte erzählt. Ach, die Nummer, ja, okay. Schön. Und dann hätte ich gerne noch von, was nehmen wir denn noch? Es ist nicht einfach heute. Wir nehmen noch Metallica Nothing Else Matters. Ja. Puh. Weckt auch Erinnerungen. Es ist schon befremdlich. Die Originalversion oder die S&M-Version? Die Originalversion. Es ist befremdlich, dass wir das noch nicht drauf haben. Aber das ist noch nicht drauf. Es geht. Wir haben One, haben wir, glaube ich. Ja, wir haben viele gute Sachen da drauf. Man kann nicht alles Geile drauf nehmen. Ja, ihr könnt euch das jetzt 4 Tage anhören, das Rockmittel-Mixtape. Dann fängt auch schon fast die nächste Episode an. Bist du durch? Ja, ich glaube, für heute bin ich durch. Okay, ja, es wird, finde ich, immer schwieriger. Gute Songs, besonders neue Songs, da haben Tom und ich ja uns drüber unterhalten letzte Woche. Warum sind immer schwerer zu finden, ja, damit ich dich sehen kann, deine Visage. Ich habe schon die Lampe angemacht. Es ist dunkel geworden in der Rockhütte. Ich hätte heute gerne mal was aus den Niederlanden. Es gibt tatsächlich eine gute, heftige Band aus den Niederlanden. Paul Estlack oder? Nein, schon ein bisschen härter. Und zwar noch immer aktiv Within Temptation. Jo, stimmt. Großartige Stimme, das Mädel. Mit The Purge. Richtiger Ohrwurm, richtig schön. Und die gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten. Und die spielen das Lied auf der Keyboard von Nimake Kashio. Ja, von Nimake Kashio. Ich glaube auch, die Sängerin ist ein bisschen am Schnackseln mit dem Bassist. Aber egal. Das hätte ich gerne dann den kleinen staubtrockenen Bruder von Nickelback. Vollkommen unterschätzte Band, die hier in Deutschland nie so ganz angekommen ist. Und zwar Theory of a Dead Man mit dem Song The Last Song. Ist das denn auch dann bei uns auf dem Hitmix der letzte Song? Nee, das ja, dann müssen wir danach mit dem. Da muss ich einfach schieben jede Woche. Nee. Aber hört mal rein. Ne? Also die Band ist cool und die kennt nicht jeder. Und dann noch ein bisschen Country in der Moderne. Dann hätte ich gerne noch eigentlich eine Metalcore-Band. Times of Grace ist aber ein Country-Song mit The Forgotten One. Unglaublich melodiöser, schöner, ruhiger Song. Der macht richtig laut. Hör ich mir an. Ja, mach das mal. So, ich habe fertig. Quasi. Ich habe heute nichts Hardrockiges, aber ich habe heute Soundtracks. Nee. Ja. Du hast doch noch gar nichts geguckt.
Doch. Eine meiner, die habe ich früher gesuchtet, war immer total witzig, aber ich fand das Lied immer ganz cool. Und zwar von der Love Band The Rembrandts. I'll Be There For You von der Serie Friends. Mm-hmm. Coole Nummer. Echt. Jetzt habe ich es wieder im Kopf. Ja, echt gutes Ding. Dann ja. Würde ich... ja, genau. Waren es 3 oder 4 Klatscher, ne? Beverly Hills Cop. The Heat Is On. The Heat Is On. Mega Nummer. Geil. Von Film? Beverly Hills Cop, Mann. War das Beverly Hills Cop? Ja. Ich hätte jetzt auch, siehst du, ich hätte nämlich gedacht, nur 48 Stunden, aber das war tatsächlich oder, Beverly Hills Cop. Nein, den ADF. Habe ich doch gerade gesagt. Ich wünsche mir, also weiß ich, ja, habe ich doch vorher. Ja, aber ich habe Axel Foley, ne? Ja, es war klar, dass Eddie Murphy war, aber ich hatte nochmal nachgedacht. Aber mit war nicht Glenn, von Glenn Frey heißt er, glaube ich. Glenn Fiddich, nee, keine Ahnung. Und You Lewis and the News, The Power of Love von Zurück in die Zukunft. Sehr schön. Nee, das ist es nicht. Das nee, ist ich nicht. Weiß. It's the power of love. Genau. Ja, ja, ja. Das ist ja. Was anderes. Auch Top 40 Coverband-Song, ne? Aber coole Nummer. Absolut. Wie The One and Only, ne? Macht doch nicht mit. Ja, ja. Nee, das möchte ich nicht. Diese 3 würde ich mir wünschen. Finde ich gut. Und in diesem Sinne, Horst, wie sieht es aus? Schon wieder maßlos überzogen, jetzt macht endlich hin, ey! Gut. Ja, ich war letzte Woche also, echt ruhig ohne euch, ne? Ja! Also für aber das. Ich bin zwischendurch eingeschlafen, weil ihr die ganze Zeit am Anfang gegähnt habt und der Bundekamp hat mich auch nicht zum Leben erweckt. Wehe, der Sound wird zwischendurch aber wieder leiser. Aber ich meine, dafür, dass wir eben so müde waren, hat das doch ganz gut geklappt. Megamäßig. Ja. Jetzt wollte mich drehen. Ne? Ja. Ja. Ach, komm, ja. Wird Zeit, komm, wir müssen bei diesem Sinne. Ja. Es war alles schön. Wir freuen uns auf morgen, wenn ihr alle zahlreich nach Jüschen kommt. Ansonsten. Guten Abend. Ja. Alles Liebe, alles Gute. Gute Nacht. Gut, Schiss, hier drück auf den Knopf, ich muss nach Hause. Englein. Ja, ist auf mich zu würgen. So, komm, tschüss. Das war der Rockhütten-Podcast. Ja, okay, dann tschüss. Folgt uns auf allen gängigen Plattformen und bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns per E-Mail unter podcast@rockhütte.com. Danke und bis zum nächsten Mal. Game over.